Die Zeit des ersten Kreuzzugs war eine Zeit des Umbruchs in der islamischen Welt. Alte Reiche hatten ihren Zenit überschritten. Sunniten und Schiiten standen sich feindselig gegenüber. Das Heilige Land war eine Peripherie zwischen den Machtzentren. Dazu kam, dass die Kreuzfahrer nicht als eigenständig operierende Kräfte wahrgenommen wurden, sondern als byzantinische Hilfstruppen. Der Hintergrund, also der päpstliche Aufruf von Clermont, dürfte weitgehend unbekannt gewesen sein. In Kairo überlegte man sogar, ob es möglich wäre, sich mit den Kreuzfahrern gegen die Seldschuken zu verbünden. Nur wenige Chronisten, nämlich jene, die unmittelbarer am Geschehen lebten, prangerten die Uneinigkeit der islamischen Welt an. Allerdings wurden in der islamischen Welt bereits Zusammenhänge mit den fast gleichzeitig stattfindenden Eroberungen Siziliens durch die Normannen und die Reconquista in Spanien hergestellt. Schnell führte das zum Gefühl einer geradezu globalen Bedrohung des Islams durch das Christentum. Nur ein geeinter Islam könne gegen die christlichen Aggressoren auftreten. Die Kreuzfahrer machten sich indes ans Aufräumen der Leichenberge und die Ordnung der Verhältnisse nach europäischem Vorbild. Schlussendlich wurde Gottfried von Bouillon mit dem Titel Verteidiger des Heiligen Grabes ausgezeichnet. In Jerusalem war es nun Juden und Muslimen verboten zu leben. Die Fatimiden in Kairo rüsteten sich zur Rückeroberung, die schon im August 1099 ansetzte, aber scheiterte. Daraufhin kehrten nach und nach viele Kreuzfahrer nach Hause zurück. Die vor Ort gebliebenen errichteten mehrere Fürstentümer. Nachdem Gottfried von Bouillon bereits 1100 starb, ließ sich am Weihnachtstag dessen Bruder Balduin in der Geburtskirche von Bethlehem zum König krönen. Er wird als Balduin I. zum Begründer des Königreichs Jerusalem und setzte die Eroberungen fort. Er drang Richtung Küste vor, allerdings stellten die Kreuzfahrer keine Flotte auf. Sie waren daher auf die Hilfe der italienischen Seerepubliken angewiesen. Dafür bekamen diese Handelsprivilegien und ganze Stadtviertel. Mit den Küstenstädten war jetzt aber das Tor zum Abendland offen. Ein Landweg über byzantinisches Territorium musste nicht mehr gewählt werden. Danach richtete sich die Aufmerksamkeit auf das Gebiet östlich des Jordans, das strategisch wichtig war. Dort wurden nach der Eroberung zahlreiche Burgen errichtet. Schlussendlich waren wichtige Verbindungen zwischen Kairo und Damaskus unter Kontrolle der Kreuzritter. Byzanz profitierte zweifelsohne vom ersten Kreuzzug. Zwar bildeten sich Kreuzfahrerstaaten, diese waren aber keine Feinde. Rundum hatte Alexios nun freie Hand. Am Balkan stabilisierte sich die Lage, in Kleinasien gab es wieder Erfolge. Zur See war Byzanz allerdings von Venedig abhängig. Daher wurde 1111 ein Vertrag mit Pisa geschlossen. Es gab ähnliche Privilegien. 1118, als Kaiser Alexios starb, schien Byzanz sogar wieder eine Zukunft zu haben.